Herzlich willkommen bei Bastelzeit. Vor 2 Wochen haben wir hier die Einladungskarte gebastelt fürs Sommerfest. Am Wochenende ist es soweit, wir wollen die Party steigen lassen. Aber wie dekoriere ich jetzt den Garten richtig hübsch? Und die Tafel natürlich. Enke, hilf mir. Natürlich, du bist nicht allein. Das ist Dazu gut. bin ich da. Da siehst du nochmal unsere Einladung. Ja. In blau-weiß, richtig schön maritim. Genauso machen wir jetzt die Tischdekoration. Mhm. Und heute zeige ich dir ganz einfach mal, wie man Besteck verpackt. Besteck verpackt? Ja, sollen wir doch nicht gleich finden, wenn man kommt. Natürlich, ganz klar. Du siehst hier die Farben. Ja. Wir bleiben also ganz stiltreu. Natürlich. Folgen unserer Einladung in Türkis und Weiß. Das ist Polymat. Man kennt es auch als Vlies. Ja. Schön weich und sehr, sehr unterschiedlich in der Struktur. Das sieht so handgeschöpft aus. Ja, sieht schön aus, ne? Mhm. Das sind die Sterne und Fische, die Seesterne und die Fische. Sehr gut. Auch in der gleichen Farbanmutung. Die kleben wir nachher auf, zeige ich dir. Das ist nochmal Glitter, mit dem man diese Sterne nochmal ein bisschen schillern lassen kann. Ja, wie hier auch. Genau. Wird so. Aufgetragen wieder mit dem Glitterkleber. Mhm. Das ist Glitterfolie. Das zeige ich dir gleich, wie wir das direkt auf das Polymat aufbringen. Dann siehst du hier noch das Takey Tape Band. Das ist ein doppelseitiges Klebeband, ja. mit dem man solche schönen Farben nochmal miteinander verbinden kann. So. Machen wir alles gleich. Schere, Stift. Du siehst, alles, was wir brauchen, ist schon da. So, dann legen wir los. Nehmen diese beiden zugeschnittenen Bahnen von Polymat und die wollen wir jetzt aufeinander kleben. Ja. Dazu nehmen wir das gute Takey Tape und das lege ich dann einfach so auf. Ich messe mir so die Länge ab, die ich brauche. Genau, ich danke dir. Und das legen wir hier aufeinander. So, schneiden es ab. Und dann nochmal auf die andere Seite. Finde ich total lieb, dass du mir da jetzt hilfst, denn sonst verrutsche ich hier. Wenn du mir das schon zeigst, dann muss ich ja auch tun. Ach, du bist lieb. Schau mal, so. Dann wird es einfach abgezogen, dieses Band. Nehmen wir auch jeder uns eine Bahn vor. Jetzt habe ich es so fassend auch. So. Und wenn du jetzt so lieb bist, nochmal groben gegenhalten, dann komme ich hier mal an. Beginne ich. Genau, halten wir das ein bisschen auf Abstand, denn es ist wirklich ein ganz, ganz schnell klebendes Band, ganz intensiv. Schon können wir es jetzt aufeinander legen. Ich schiebe das hier von unten hoch und schon haben wir da eine wunderbare Fläche, auf der wir gleich weiterarbeiten mit einem Stern. Den habe ich mir jetzt schon mal so neckisch hier reingesteckt. Ja. Nehme mir die Glitterfolie und zeichne. Kannst du ruhig liegen lassen. Zeichne mir hier den Stern auf mit einem Stift. Also einen Kugelschreiber oder einen Folienstift. Ja. Einmal hier die Kontur nachzeichnen. Dann nimmst du ihn gleich als Schablone. Das genau. ist ja gut. Der hat gleich ganz viele Funktionen, dieser Stern. Und einmal drumherum. Und schon hat man die Form, die man gleich nachschneidet. Ganz einfach mit einer normalen Bastelschere. Ist hier schon wieder so eine Trägerfolie, die kann man abnehmen. So, dann nehmen wir unseren Glitzerstern und legen den aufs untere Drittel. Ja. Und ein bisschen von der Seite weg, weil wir hier noch nachher noch zum Falzen okay. ein bisschen Stoff brauchen. Und jetzt kommt das Bügeleisen zum das Einsatz. Das ist schon heiß. Ich danke dir. So, ganz weich auflegen. Normal auf dem Bügelbrett. Wir machen das jetzt mal auf dem Tisch. Genau. Und dann leicht bewegen und es zieht sehr, sehr schnell an, ja. dass der Glitzerstern sich mit dem Polymat verbindet. So, und das geht ganz schnell und du hast einen wunderbaren oh, Glitzerstern. Ja, der ist ja klasse. Ja. Ich tue das Bügeleisen. Das ist mal ganz lieb, zur das Seite. Brauchen wir jetzt nämlich gar nicht mehr. So, und jetzt siehst du, kann man diese Trägerfolie einfach abziehen. Die wieder ab. Ja, aber das glitzert jetzt ja wunderschön, schön. Nicht? Wunderbar. So, und jetzt drehen wir das nochmal um und machen langsam den Falz für die Tasche. Ich reiche dir mal. So genau, dass wir das einmal abmessen können. Denn es wäre ja ärgerlich, wenn das Messer schon zu früh zu sehen ist. So ist gut. Hier oben muss auch noch ein bisschen Platz sein, weil hier nochmal gegengedreht wird. Okay. Wunderbar. Dann formen wir uns jetzt unsere Tasche. Kommt wieder das Tacky Tape. Da einmal. Und nochmal auf der anderen Seite. Kann man aber einigermaßen per Augenmaß sehen. So. Jetzt
ziehen wir wieder auf beiden Seiten ab. Na. So, jetzt aber. So. Und passt. Das Zwiebelband ist echt super. Das ist schön, ne? Gefällt mir gut. Machen wir als nächstes diese obere Kante. Natürlich, das gibt es auch in unterschiedlichen Breiten, dieses Takey Tape, weil das braucht man natürlich auch mehr für große Flächen, um wirklich was das miteinander zu verbinden. Ja, und das ist sehr, sehr schön und es ist wirklich eine tolle Hilfe und vor allem gerade, weil es eben auch mit solchen textilen Sachen wunderbar umgeht. Sieht das aus wie genäht, dass alles nachher so schön hier umsäumt ist. Wunderbar. Ohne die Nähmaschine zu bemühen. Und jetzt kommt der kleine Stern mit Glitter. So, ich habe mir jetzt schon mal einen Filzseestern genommen und auch einen Fisch aus Filz, einen weißen. Und jetzt werden die beglittert. Magst du mir mal einen Teller geben, damit ich dir nicht den wunderschönen gelben Tisch versaue? Alles zu glittern. Begeistert. Und jetzt siehst du hier diese wunderbaren Glittergeschichten. Das sind ganz tolle Vorrichtungen hier oben. Du kannst nämlich so ein kleines Sieb praktisch. Damit kannst du, genau, du kannst es ganz toll dosieren. Zuerst kommt der Glitterkleber, schon mal ruhig auftragen, so dass man auch alles erwischt. Der hat eine schöne Spitze, damit kann man gut in alle Ecken, ja, und in alle Ecken rein. Stimmt, gerade beim Seestern. Ja, der Fisch ist da etwas leichter zu handhaben. Das kann man auch noch ein bisschen mit der Spitze verteilen. Und den Glitter gibt es dann auch in vielen verschiedenen Farben, wie ich sehe. Ganz traumhaften Farben. Das ist also, kann man auch noch mischen untereinander. Da ist also der Kreativität keine Grenze gesetzt. Magst du dir den Seestern vorknüpfen und ich glitter von dieser Seite und wir begegnen uns auf der Mitte. So, und dann kann man das leicht abschütteln ein bisschen. So, jetzt noch mal ein bisschen abklopfen. Und jetzt muss es trocknen. Genau, jetzt legen wir sie erstmal da zur Seite. Und befassen uns jetzt nochmal mit der Tasche, die dann nochmal richtig nochmal gut umsäumt werden muss. Was du vorhin meintest, dass da noch Platz sein muss. Ganz anständig. Natürlich. Kommt jetzt nochmal hier das Tacky-Tape drauf. Beiden Seiten. Wunderbar. Und dann knicken wir von jeder Seite das so schmal rum, wie das Tacky-Tape uns das sagt. Kommt es von deiner Seite? Ich halte jetzt den was um. Jawohl. Macht dann richtig tollen, stabilen. Das Stabil macht was aus. Jetzt überlegen wir, wo diese Sterne hinkommen. Bisschen weit drehen. Und der Fisch hier vielleicht da unten. Wunderbar. Wieder Tacky-Tape. Und es schwimmt der Fisch schon mal fröhlich herum. Ja, Seestern kommt gleich. Seestern ist noch in Vorbereitung. Und schon hier so? Ja, und schon haben wir die Unterwassershow. Wunderbar. Und jetzt fehlt es eigentlich noch, dass der Fisch ein paar schöne Blasen blubbert an die Oberfläche. Die Blasen mit dem Pearlmaker. Und da kommt er schon, der Pearlmaker. Und jetzt blubbert er schön von unten nach oben. Hinterm Seestern entlang. Wieder kleine. Kleine läuft's aus. Große. Ein unregelmäßig blubbernder Fisch. Nach oben vielleicht ein bisschen verjüngen, dann sieht es nämlich noch zarter aus. Sehr schön. Och Mensch, die sind ja toll. Das ist wunderschön. Richtige kleine Perlen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Besteck. Das Putzen des Bestecks. Oh nein, das machst du. Ich mache dann die Taschen in der Zwischenzeit. Ja, so süß, oder? Selten hat sich Besteck so schön versteckt. Und hatte es so kuschelig. Das auch noch mit dabei. Ja, magst du mir mal diesen Teller rüberreichen? Da ist nämlich schon eine fertige Tasche. Und da siehst du, da schläft schon ein Messer drin. Wunderbar.
Und da siehst du, da hat man es eigentlich nochmal einmal genau umgedreht und hat mit dem weißen Vlies. Vielleicht kann man so das variiert das. Herr und Dame nochmal unterstreichen. Auch eine gute Idee. Ganz wie man möchte. Und da gibt es dann ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Hier nochmal wunderschöne Tischdeko. Das ist da wirklich. Eine richtige Strandanmutung. Ja. Der Strand, das ist der Sand, den hatten wir schon bei der Einladungskarte, ne? Genau. Es ist immer sehr schön, die Elemente einfach nochmal alle komplett zu wiederholen. Ja. Du siehst es hier nun richtig in geballter Form in dem Kranz, den man auf den Tisch legen kann, an die Tür hängen kann. Hier ist sogar richtiges kleines Fischernetz dran, da sind richtige Perlen gesteckt. Wunderbar. Diese schönen Muscheln kann man auch so kaufen. Alles und dann, in unterschiedlichen Größen. Also es ist auch ganz, ganz süß. Dann ist ja auch nicht das ist mit toll. Den Fischen auf der Wäscheklammer. Ja, da kann man ja auch ganz viel mitmachen. Du kennst das ja, wer hat mein Glas? Ne? Genau, und schon ist ein Name dran. Wunderbar. Du kannst natürlich auch die Leute sich so gegenseitig vorstellen lassen, indem sie ihren Namen drauf machen. Das ist also ganz süß und sehr persönlich. Und ich denke mal, das nimmt man auch gern mit nach Hause und schöne Erinnerung. Denkt an deine schöne Party zurück. Und du hast auch noch Laternen. Ja, die möchte ich dir gerne mal zeigen. Oh, sind die nicht süß? Die sind ja schön. Wunderbar. Du siehst auch hier mit den Bändern dran, das ist ganz, ganz romantisch. Also da kann die Party ruhig lange dauern. Man hat wirklich für alles etwas vorbereitet. Da gibt es nämlich die Rohlinge dieser Laternen. Und die brauchst du eigentlich nur noch dekorieren. Das ist ja einfach. Ja, toll. Das ist schön, nicht? Ja, das kann man natürlich auch so schnell nicht selber basteln. Das ist wahr. Nicht? Und die sind sehr hübsch und sehr, sehr schön in der Form. Und du kannst eben mit allen Farben so variieren, wie du es möchtest. Klasse. Da freue ich mich doch schon richtig auf unsere. Ich zeige dir auch noch gleich mal eine zweite. Die ist nämlich nochmal da genau das Gegenstück mit blauen Bändern. Wunderbar. Also doch, ist toll. Das kann ich mir schon so richtig schön auf der Terrasse vorstellen. Die sind wirklich nicht diebstahlsicher, weil die so schön sind. Ja, das, das siehst du auch schon. Muss man abends die Gäste filzen, wenn das ist richtig. Ja, wunderbar. Dann habe ich die nächsten Tage genug zu tun, denke ich. Also ich glaube, ich bleibe und helfe dir ein bisschen. Ach, das ist nett. Dann darfst du auch mit Party machen. Das war mein Hintergedanke. Dann wünsche ich Ihnen zu Hause jetzt auch ganz viel Spaß beim Umsetzen Ihrer Ideen für Ihre nächste Sommerparty. Ja, lassen Sie sich feiern für Ihre schönen Ideen. Tschüss. Tschüss.